Für Überlebende von sexueller Gewalt war der heutige Nachrichtentag unter Umständen etwas schwierig. Denn im Bundestag ging es um die Reform des Sexualstrafrechts. Manche werden da vielleicht an Erlebnisse erinnert worden sein, an die sie lieber nicht denken. Vor allem, wenn der Täter nicht bestraft wurde, weil unsere Gesetze dafür nicht ausreichen. Der Anlass für diese Reform sind allerdings nicht die Vorfälle aus der Kölner Silvesternacht, sondern das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, so heißt es, kurz aber auch Istanbul-Konvention genannt. Die wurde 2011 auch von Deutschland unterschrieben, aber bislang noch nicht ausreichend umgesetzt. Der Entwurf von Justizminister Maas, der soll das ändern. Aber manche Taten, wo wohl jeder sagen würde, ey, geht gar nicht, die sind da immer noch nicht drin. In Deutschland erlebt mindestens jede siebte Frau einmal in ihrem Leben sexualisierte Gewalt. Nur jede zehnte Tat wird zur Anzeige gebracht. Und weil nur wenige der Angezeigten verurteilt werden, heißt das, gerade mal einer von 100 Tätern wird bestraft. Oft kamen Täter straflos davon, weil Opfer sich nicht massiv genug zur Wehr setzten. Das darf nicht sein, meint auch die Politik und will jetzt handeln. Nach dem neuen Entwurf von Justizminister Maas soll auch geschützt werden, wer aufgrund der überraschenden Begehung der Tat zum Widerstand unfähig ist oder im Fall ihres Widerstandes ein empfindliches Übel befürchtet. Soweit der Plan für besseren Schutz vor Vergewaltigungen. Doch das geht vielen nicht weit genug. Sie fordern: Nein heißt Nein. Ein klares Nein sollte für eine Bestrafung von Tätern reichen, oder? Weil das Nein nicht ausreicht, ja. Da sollte dann an der Gesetzgebung was geändert werden, ja. Wenn sie sagt, Nein ist Nein, das muss man dann eingestehen. Prinzipiell eigentlich immer dann, wenn man nicht ganz klar Ja sagen kann, ist ja. Es, geht es meiner Meinung nach zu weit. Ich meine, manche Frauen sagen ja Nein und meinen auch Nein. Und manche Frauen sagen ja, ja Nein und meinen eigentlich Ja. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Ich finde, das Nein sollte auf jeden Fall ausreichen. Es ist halt nur sehr schwierig, das nachher nachzuweisen. Und es könnte auch leicht zu falschen Beschuldigungen kommen, befürchten Experten. Doch käme das Nein heißt Nein, wäre es auf jeden Fall einfacher, Täter hinter Gitter zu bringen. Und auch ein sogenannter Grabsch-Paragraph wird gefordert von Politik und Bevölkerung. Denn bisher wird das Grabschen nur bestraft wie eine Beleidigung. Das sollte definitiv stärker geahndet werden, weil es meiner Meinung nach über eine Beleidigung hinausgeht. Da überschreitet man schon eine Grenze, ne? Das heißt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sind die Anfänge von eventuell einer Vergewaltigung. Das ist kein Freiwild, eine Frau. Definitiv nicht. Über seinen Körper sollte man ja selbst bestimmen können. Und dass das eben noch nicht wirklich verfolgt wird, das finde ich auch nicht richtig. Noch können die Abgeordneten den Entwurf ändern, weitere Gesetzeslücken schließen und dafür sorgen, dass künftig nicht mehr 99 von 100 Tätern ohne Strafe davonkommen. Kommentare hier gerade im Periscope-Stream, dass man das überhaupt thematisieren, dass man über sowas reden muss, ist schon traurig, meinten einige. Und einer erinnerte daran, dass bis in den 70er Jahren die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar war. Guten Abend, Frau Grieger. Guten Abend, Herr Kleber. Ist es wirklich so schlimm? Behandelt unser geltendes Gesetz Frauen so oft in sexueller Hinsicht als Freiwild? Ja, das geltende Recht ist leider so, dass es sehr, sehr große Lücken aufweist. Und das liegt nämlich daran, dass es in Deutschland immer noch nicht strafbar ist, wenn sexuelle Handlungen allein gegen den ausdrücklichen Willen einer Person begangen werden. Davon sind übrigens ganz überwiegend Frauen, aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer betroffen. Ja? Und die sexuelle Selbstbestimmung ist in Deutschland ein Rechtsgut, was leider nicht so hoch, zum Beispiel nicht so gut geschützt ist wie das Eigentum. Ja? Ich kann das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn Ihnen der Geldbeutel geklaut wird, dann ist es völlig irrelevant, wie sie sich als Opfer verhalten haben und ob sie beispielsweise versucht haben, dem Täter hinterherzurennen, ihn zusammenzuschlagen, sich zu wehren, ihren Geldbeutel zurückzukriegen, all dies. Ja. Bei der sexuellen Selbstbestimmung ist es leider so, dass die zunächst erstmal wehrhaft verteidigt werden muss. Das heißt, man geht davon aus, im Normalfall wehren sich Betroffene und den allermeisten gelingt das aber nicht. Und weil eben diese Lücke besteht, dass man davon ausgeht, im Normalfall wehren sich Betroffene, ist es leider so, dass das Gesetz im Moment sehr schlecht schützt und leider auch der Gesetzentwurf, der jetzt in der Diskussion ist. Nun erleben Sie ja Frauen in Situationen am Nottelefon, wo sie sich Ihnen anvertrauen. Warum ist es so, dass Frauen dann nicht unzweideutig klar machen, ich will das nicht, ich wehre mich gegen dich?
Also das ist so, dass Frauen machen das unzweideutig klar. Ja? Sie sagen, hör auf, nein, ich will das nicht, lass das. Oder sie sagen, spinnst du? Also es gibt unglaublich unzählige Varianten, mit denen Frauen deutlich machen, ich möchte diese sexuelle Handlung nicht. Das Problem ist, im Moment, nach der derzeitigen Rechtslage, müssen sie sich körperlich zur Wehr setzen. Und das ist ja tatsächlich etwas, was in der weiblichen Sozialisation Frauen auch abtrainiert wird. Also man lernt nicht als Mädchen, um sich zu schlagen, um seine Grenzen durchzusetzen. Ja? Und es ist auch was, was natürlich auch Betroffene in der Situation in weitere Gefahr bringen kann. Das heißt, es ist tatsächlich gar nicht immer klug, sich auch körperlich zu wehren, weil man ja gar nicht weiß, ob denn nicht dadurch die Situation so eskaliert, dass noch weit Schlimmeres passiert und noch weit mehr körperliche Gewalt angewendet wird. Das Grundproblem ist aber, es ist ja eine Ausnahmesituation, es ist eine Stresssituation, die Frauen sind in großer Not, weil man rechnet ja mit so einem Angriff nicht. Ja? Und da handeln ja Menschen, das ist zutiefst menschlich, nicht geplant. Was haben Sie denn als Frau von einem Gesetz, das jetzt donnernd verkündet, ein bloßes Nein reicht? Wenn die Frau das gesagt hat, wird das, was der Mann da tut, zur Straftat. Wenn am Ende nur zwei Menschen im Raum waren, niemand kann was beweisen und am Ende geht das Urteil zugunsten, weil im Zweifel, für den Angeklagten aus. Also ich muss noch mal sagen, dass das Gesetz, das jetzt vorgeschlagen ist, ist gar nicht Nein heißt Nein. Ja? Aber wir wollen das. Und wenn es denn so wäre, wenn es denn umgesetzt würde, hätten wir natürlich die gleichen Beweisprobleme, die wir jetzt auch schon haben. Es wird immer im Sexualstrafrecht schwer sein, diese Taten zu beweisen, was einfach daran liegt, wie Sie sagen, dass oft keine Zeugen da sind. Das haben wir aber jetzt auch schon, weil auch jetzt ist es ja zum Beispiel schon strafbar, wenn der Täter zum Beispiel sagt, wenn du nicht mit mir schläfst, bringe ich dich um. Ja? Das ist eine Drohung, eine verbale Drohung, die kann man ganz schlecht beweisen. Das wird in Zukunft auch bei dem Nein so sein. Nur, das darf ja nicht der Grund sein, warum man kein gutes Gesetz macht, weil sonst müssten sie das halbe Sexualstrafrecht abschaffen. Versicherungsbetrug, Fahrraddiebstahl, all das ist ganz schwer zu beweisen. Und trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, in Frage zu stellen, dass es verwerflich ist und unter Strafe stehen muss. Nun ist es sehr heikel, das zu fragen, was ich jetzt fragen will, gerade für einen Mann. Bitte verstehen Sie es nicht falsch, ich frage trotzdem. Kann es nicht zu oft sein, dass dann etwas, was der Mann als letztlich doch einvernehmlich erlebt hat, vielleicht weil die Frau es am Ende bereut, am nächsten Tag als Gewaltakt dargestellt wird und der Mann findet sich mit einem Bein im Gefängnis wieder mindestens? Also zunächst mit dem Gefängnis, soweit ist es ja noch nicht, wenn eine Anzeige erstattet wird, weil wir haben ja da dazwischen noch die Ermittlungsbehörden. Ne? Das heißt, die müssen ja ermitteln, dann wird befragt und dann wird geguckt, ist dem das nachweisbar. Und da gilt ja in einem Rechtsstaat der Grundsatz im Zweifel für den Beschuldigten. Der soll auch auf keinen Fall aufgehoben werden, das ist das eine. Das andere ist diese Sorge, dass sozusagen Männer das gar nicht merken können, die ist, glaube ich, nicht berechtigt. Ich glaube, wir können Männern in diesem Land zutrauen, dass sie ein Nein hören, dass sie merken, wenn das Gegenüber weint, wenn sie sich zusammenkrampft, wenn sie sagt, nein, das will ich nicht. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist die Sorge auch um falsche Beschuldigungen. Die hatten wir zum Beispiel bei der Frage vor 20 Jahren, als es um die Frage ging, soll Vergewaltigung in der Ehe strafbar sein? Da haben ganz viele Menschen gedacht, es würden jetzt reihenweise Ehefrauen ihre Männer anzeigen, aus Rache oder sonst irgendwas. Nichts davon ist eingetreten. Es ist einfach auch so, egal wie das Gesetz lautet, keine angenehme Erfahrung, so ein Strafverfahren durchzustehen. Das heißt, die Hürde für eine Falschanzeige ist sehr hoch und die Statistiken belegen auch, sie sind sehr selten. Kurze Antwort, bitte. Glauben Sie, dass diese Gesetzesinitiative jetzt am Ende eine Zeitenwende bedeuten kann für Frauen? Also so wie sie im Moment auf dem Papier steht, noch nicht. Wir hoffen sehr, dass der Bundestag den Mut hat, das Gesetz noch so zu verändern, dass wirklich ein Nein heißt Nein dabei rauskommt. Dankeschön, Frau Grieger. Gerne. Mit dem Messer bedroht, verprügelt, über Jahre vom Ehemann. Wenn er Sex wollte, war das für sie jedes Mal eine Vergewaltigung. Dagegen wehren konnte sie sich nicht. Weil im Nebenzimmer meine Kinder geschlafen haben, drei Kinder. Und ich wollte nicht, dass sie mitkriegen. Ich könnte auch nicht schreien, weil sonst hätten die auch Angst bekommen. Ich wollte nicht, dass sie Angst bekommen. Erst nach unzähligen Gewaltexzessen holt sie sich Hilfe, zeigt ihren Mann an. Doch es ergeht ihr, wie fast allen Frauen, die missbraucht werden. Und das sind viele. Denn jede siebte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben sexualisierte Gewalt. Und nur 10% von ihnen zeigen den Täter überhaupt an. Und gerade mal 8% der Angezeigten werden verurteilt. Das heißt, von 100 Tätern wird nur einer bestraft. Auch ihr Peiniger ist freigesprochen worden. Es ist einfach traurig, wissen Sie. Ich bin eine Frau und ich hätte schon vom Staat geschützt werden sollen. Warum das nicht passierte, warum ihr Peiniger freigesprochen wurde, erklärt ihre Anwältin so.
In dem Klima der Gewalt, das in dieser Familie herrschte, hat sie stillgehalten, beeindruckt durch die vorangegangenen Bedrohungen. Aus Angst hat sie sich nicht gewehrt und deshalb keine Strafe für den Täter. Das darf nicht sein, meint auch der Bundesjustizminister. Wir wollen dieses Gesetz so schnell wie möglich beschließen. Es ist längst überfällig, Frauen in Deutschland besser vor sexueller Gewalt zu schützen. Besserer Schutz, in dem sexuelle Übergriffe ausnahmsweise auch dann strafbar sind, wenn sich das Opfer nicht gewehrt hat. Und deshalb soll nach dem neuen Entwurf geschützt werden, wer aufgrund der überraschenden Begehung der Tat zum Widerstand unfähig ist oder im Fall ihres Widerstandes ein empfindliches Übel befürchtet. Das ist der Plan. Und nach diesem Entwurf wäre ihr Ehemann höchstwahrscheinlich verurteilt worden. Trotzdem nicht ausreichend, sagt ihre Anwältin. Gerade die häufigsten Fälle, die des geringen Widerstandes, wenn eine Frau Nein sagt, Stopp, fass mich nicht an oder weint, werden nicht erfasst bisher. Dass diese vielen, vielen Missbrauchsfälle vom Gesetz aber erfasst werden müssten, da waren sich heute Abgeordnete aller Parteien einig. Wir müssen die Botschaft Nein heißt Nein klar gesetzlich in Form gießen. Wir wollen jede Form der nicht einvernehmlichen sexuellen Handlung unter Strafe stellen. Doch genau das tut der Gesetzentwurf bislang nicht. Die Abgeordneten können aber den Entwurf immer noch ändern und durchsetzen, was sie heute versprochen haben. Sie können dafür sorgen, dass Taten wie die von ihrem Ehemann bestraft werden. Dafür sorgen, dass nicht mehr 99 von 100 Tätern ohne Strafe davonkommen. Wie meist um diese Zeit war die U-Bahn voll. Zuerst habe ich mir dabei gar nichts gedacht, als ich immer wieder Berührungen an meinem Po spürte. Ich dachte, das ist halt so eng hier. Aber plötzlich, da spürte ich eine Hand unter meinem Rock. Blitzschnell bewegte die sich und schon hatte ich eine Hand an meiner Scheide. Eklig war das. Ich drehte mich um und sah in das Gesicht eines fremden Mannes, der lächelte und griff auch noch an meine Brüste. Dann endlich konnte ich schreien. Bei der Polizei haben sie mich weggeschickt, weil das ja nicht strafbar ist. Berichte wie diesen kennt Christina Klemm viele, sie hört sie jeden Tag. Als Anwältin berät und vertritt sie Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden. Es ist dann das Gefühl, es gibt quasi dem Täter noch so eine nachträgliche Rechtfertigung. Ich durfte das ja tun und ich erlebe hier immer wieder absolutes Unverständnis. Jede siebte Frau in Deutschland erlebt sexuelle Gewalt. Die wenigsten zeigen die Übergriffe an, nur 10%, schätzen Experten. 2014 gab es 8000 Anzeigen wegen Vergewaltigung, aber nur in 8% der Fälle kam es vor Gericht zur Verurteilung. Und viele sexuelle Übergriffe sind gar nicht strafbar. Strafbar ist nur, wenn eine sexuelle Handlung durch Gewalt, akute Bedrohung von Leib und Leben oder durch das Ausnutzen körperlicher Hilflosigkeit, zum Beispiel im Koma oder bei Behinderten, erzwungen wurde. Das soll sich jetzt ändern. Ein Gesetzentwurf sieht vor, überrascht der Täter sein Opfer? Muss er davon ausgehen, dass es sich schutzlos fühlt oder droht er ihm mit einem empfindlichen Übel, macht er sich strafbar? Doch, was ändert das wirklich? Nehmen wir diesen Fall aus der U-Bahn. Sie schreit, aber sie ist, warum auch immer, nicht in der Lage, vielleicht weil es diese Überraschung noch fortwirkt, aber sie ist einfach so perplex und wehrt sich weiterhin nicht. Und dann macht er weiter sexuelle Handlungen, dann ist es weiterhin nicht strafbar, weil sie ist nicht mehr überrascht. Unsere Forderung ist, dass wir endlich ein Gesetz bekommen, das ganz klar den Grundsatz Nein heißt Nein umsetzt. Das heißt, alle nicht einverständlichen sexuellen Handlungen wirklich unter Strafe zu stellen. Das fordert jetzt ein breites Bündnis in einem offenen Brief und findet auch im Bundestag viel Zustimmung. Aber wird das für eine so weitgehende Änderung reichen? Wir werden versuchen, alle davon zu überzeugen und jetzt alle unterzuhaken, die dieser Meinung sind. Und ich glaube, dass es im Parlament viele gibt, die das auch so umsetzen wollen. Es wäre die erste grundlegende Änderung des Sexualstrafrechts seit fast 20 Jahren. 1997 erst wurde die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt. Carina M. lebte in einer Hölle der Gewalt. Sie war 9 Jahre alt, als sich ihr Vater das erste Mal an ihr verging. Er hat mich 2 Stunden brutal vergewaltigt. Und das 3 Tage lang. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe meinen Körper nachgeschleift am Boden. Und 31 Jahre lang musste ich das durchmachen. Wenn ich eben probiert mal habe, abzuhauen, dann hat er mich nachher meistens bewusstlos geschlagen.
6 Kinder hat sie von ihm bekommen. Auch die setzte der Vater als Drohmittel ein. Er bringt die Kinder grausam um, Stück für Stück. Schneidet in sie rein und alles Mögliche. Und Säure und alles kommt in die Kinder rein und so, dass ich richtig Schmerzen habe und schreie. Und anschließend bin ich dran. Heute umgibt sie sich mit unzähligen Schutzengeln. Erst mit 40 Jahren konnte sie entkommen und zeigte ihren Vater an. Doch die Vergewaltigungen der Kindheit sind verjährt. Und bei den Fällen, die nicht verjährt sind, konnte Karina vor Gericht ihre Gegenwehr nicht belegen. Das Urteil, ein Freispruch. Ich habe gesagt, das gibt's gar nicht. So Ungerechtigkeit, das kann es gar nicht geben. Das Ganze, was ich erleben musste, war Horror. Aber das war genauso schlimm für mich. Juristisch ist das Urteil nicht zu beanstanden, für das Rechtsempfinden aber skandalös. Doch wie könnte in Fällen einer langjährigen Gewaltbeziehung, wie sie Karina M. erlebt hat, der Täter in Zukunft leichter verurteilt werden? Juristen wie Richter Klaus Böhm fordern, dass in solchen Fällen die ständige Bedrohung und Einschüchterung der Opfer stärker berücksichtigt wird. So dass es nicht darauf ankommt, ob ein Widerstand überwunden wurde im konkreten Fall, sondern ob die Tat unter diesem generellen Klima der Gewalt auch ausgeführt und verübt wurde. Und das ist unser Vorschlag. Es wird auch in der Rechtsprechung und der Literatur diskutiert, ist aber so leider nicht in dem Gesetzesvorschlag umgesetzt. Die Empörung nach den sexuellen Belästigungen in der Silvesternacht war groß. Doch auch an jedem anderen Tag des Jahres erleben Frauen in Deutschland sexuelle Übergriffe. Belästigungen, die der Gesetzgeber meist als unerheblich einstuft und die bisher nur sehr selten bestraft werden. Der Bundesverband der Frauennotrufe attestiert dem deutschen Sexualstrafrecht ein ganz grundsätzliches Problem. Und zwar ist es so, dass im Moment in Deutschland sexuelle Handlungen vorgenommen werden können an einer Person, meistens an Frauen, obwohl die zum Beispiel Nein gesagt hat, geweint hat, gewimmert hat, gefleht hat, gebeten hat, hör auf, das tut weh, all diese Dinge. Der Täter kann einfach weitermachen, er kann das ignorieren. Und es ist nicht strafbar. Die Reform schließe zwar einige Lücken, aber ändere nichts grundlegend, kritisieren die Frauenverbände. Das Gesetz erwartet zu viel, und zwar von den Opfern. Bei der Strafverfolgung steht nicht das Verhalten des Täters, sondern das des Opfers auf dem Prüfstand. Die sexuelle Selbstbestimmung ist zum Beispiel wesentlich schlechter geschützt als das Eigentum. Das heißt, bei dem Eigentum ist es egal, wie sich Opfer verhalten, wenn ihnen was geklaut wird. Bei der sexuellen Selbstbestimmung geht der Gesetzgeber davon aus, dass sie wehrhaft verteidigt werden muss. Laut unseres Rechts liegt eine Vergewaltigung nur dann vor, wenn der Widerstand des Opfers so stark ist, dass ihn der Täter mit Gewalt brechen muss. Die meisten Sexualdelikte werden von Bekannten oder Familienangehörigen begangen, sowie auch im Fall dieser Frau, die anonym bleiben möchte. Erst nach mehreren Gewaltexzessen holte sie sich anwaltlichen Beistand und zeigte ihren Ehemann wegen Vergewaltigung an. Ich habe Angst vor seinen Drohungen gehabt. Ich konnte leider nicht schreien, weil ich noch Kinder zu Hause gehabt habe. Ich wollte nicht, dass sie das mitkriegen. Also konnte ich einfach nicht. Dann hätten die auch Angst bekommen. Ich wollte nicht, dass die Angst kriegen, meine Kinder. Deswegen bin ich ruhig geblieben. Und das reicht vor Gericht nicht für eine Verurteilung. Zwar hatte der Ehemann die Frau bereits mehrfach mit dem Messer bedroht und sie geprügelt, doch eine solche Bedrohungslage erkennt der Gesetzgeber bisher nicht an. Die Frau wurde jetzt nicht direkt vor der sexuellen Handlung, vor dem sexuellen Übergriff mit Gewalt bedroht, aber die Drohung reichte fort, um sie zum Schweigen zu bringen. Strafrechtlich gesehen fehlt hier der direkte Zusammenhang zwischen der Drohung mit einer Gewalt für Leib und Leben und dem sexuellen Übergriff. Wenn die Frau geschrien und sich maximal gewehrt hätte, hätte sie vor Gericht vielleicht eine Chance gehabt, aber auch riskiert, vom Täter maximale Gewalt zu erfahren. Experten kritisieren, dass die juristische Forderung an der Realität vorbeigeht. Dies setzt allerdings ein völlig idealisiertes Opferverhalten voraus. Dieses Opferverhalten wird es nie so geben, weil eine Frau erstarrt ist vor Angst, weil sie ja genauso reagiert, weil sie so Angst hat. Die Reform schafft nun Raum für Fälle, in denen eine Frau nicht unbedingt Widerstand leisten muss, nämlich dann, wenn sie begründet Angst hat. Aber auch dieser Nachweis wird schwer zu führen sein. Viele befürchten, dass auch das reformierte Strafrecht nicht mehr Verurteilungen bringt. Dabei wäre es für Frauen wie Karina M. so dringend nötig, dass die Täter nicht ungestraft davonkommen.